Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Art und Weise, wie der Kollege Renner von der AfD eine Verschwörung von uns allen gegen die künstliche Intelligenz abgeleitet hat, muss ich zwingend schlussfolgern, dass natürliche Intelligenz offensichtlich kein A priori ist. Deswegen ist es umso wichtiger, tatsächlich auch differenziert über künstliche Intelligenz zu sprechen, was Sie ja nicht getan haben. Wir stellen nämlich dabei fest, dass wir gleichzeitig zu einer Unterschätzung und Überschätzung der ganzen Fragestellung von künstlicher Intelligenz in Bezug auf Meinungsbildung ausgehen. Zum einen ziemlich deutlich, dass wir in unseren Versuchen, uns da zu orientieren, eben noch in der Phase der Digitalisierung, aber nicht wirklich der Digitalität uns bewegen. Das macht der Bericht sehr deutlich. Es geht nicht nur um eine Transformation der Kommunikationsformen, sondern die Art und Weise, wie Gesellschaft entsteht, in der Art und Weise, wie Menschen sich verbinden, im privaten Raum, aber im öffentlichen Raum, inwieweit tatsächlich, ohne dass hinreichend Erkenntnisse vorliegen, individuelle Meinungsbildung entsteht, gleichzeitig öffentliche Meinungsbildung erfolgt. All das bedeutet, dass wir uns auch mit einer fundamental gesellschaftlichen Veränderung zu tun haben. Diese fundamentale gesellschaftliche Veränderung ist aber weder im Modus der Dämonisierung noch Glorifizierung zu regeln. Das wird auch sehr deutlich. Vielmehr ist gefragt, einerseits genau zu gucken, wo brauchen wir mehr Transparenz in Bezug auf die Algorithmen, aber auch auf die Daten, auf das, was an Zielen vorgegeben wird, weil eben diese Form von Öffentlichkeit gewinnorientierten Regeln folgt und eben nicht journalistischen Prinzipien, Öffentlichkeit zu schaffen. Aber wir brauchen eben auch einen Blick darauf, wo es gar nicht sinnvoll ist, regulatorisch zu wirken, wo etwa es sinnvoll sein kann, nicht Vielfalt zu verordnen, sondern über Anreize, über Nudging subtilere Wege zu finden, an Verhaltensökonomie orientiert. Daher ein differenzierter Blick. Wir sind oft aber eher noch Nichtschwimmer, die Schwimmern vormachen wollen politisch, wie Schwimmen funktioniert und dann auch die Regeln bestimmen sollen. Das müssen wir, glaube ich, ganz nüchtern und ehrlich anerkennen. Andererseits, und das ist die Überschätzung des Prozesses von künstlicher Intelligenz, ist es ebenso, und Herr Renner hat das bewiesen, dass die größte Gefährdung von Meinungsvielfalt und übrigens die größte Gefährdung der Zivilisation eben nicht künstliche Intelligenz ist, sondern der Mensch. Der Mensch ist nämlich Subjekt wie Objekt dieser Prozesse. Und es liegt am Ende an ihm und an Gruppen und an Intentionen. Das macht Desinformation deutlich. Kampagnen haben Intentionen, Zwecke. Es gibt dort Akteure, die die Prinzipien von KI nutzen, die Algorithmen nutzen und deren verstärkende Funktion, um entsprechend auf die Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Und das ist auch der Ansatzpunkt. Wir brauchen Menschen, die die Prinzipien verstehen, die kompetent sind, die wissen, was ihnen vorgesetzt wird, dass sie Gegenstand sind von gewinnorientierten, gewinnbasierten Kalkülen, die gleichzeitig kompetent sind, damit umzugehen, die aber auch, wenn sie Desinformation erfahren und Hassrede erfahren, und das ist ja nicht die Ausnahme, das ist die Regel heutzutage, dass sie auch Solidarität erfahren. Denn das ist kein Problem der künstlichen Intelligenz, sondern das ist eine Problematik, die oft mit fehlender Solidarität und fehlender Nutzung der Mittel auch im digitalen Raum zu tun hat, um Solidarität zu schaffen. Und das ist mein Letztes. Ich glaube, wir tun gut daran, die Emanzipationspotenziale, die in dieser Digitalität liegen, zu nutzen. Ganz viele, die in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit hatten, ihre Meinung zu äußern, die nicht gehört wurden, deren Stimmen nicht wahrnehmbar waren, haben nun die Möglichkeit, teilzuhaben. Und deshalb ist gesellschaftliche Modernität mit Hilfe von Digitalität doch das, was wir uns vorschreiben sollten. Und dann habe ich auch wieder Hoffnung, dass natürliche Intelligenz doch ein A priori ist. Vielen Dank. Nächster Redner ist Maximilian Mürseburg für die CDU.